Ein Bild könnt ihr in InDesign auf mehrere Weisen platzieren. Die erste Variante ist die, ich gehe auf das Ablagemenü, File und sage Platzieren, Place, STRG-D. Zweiter Schritt, ich suche eine Datei in meinem Dateisystem aus, die ich da haben möchte. Das wäre in diesem Fall ein PDF, eine CAD-Zeichnung und ich klicke auf Open. Ihr seht eine kleine Vorschau an eurem Mauszeiger kleben. Man kann irgendwo hinklicken und dann wird diese Zeichnung platziert. Oder dieses Bild. Ich drücke mal STRG minus ein paar Mal. Ihr seht, dass dieses Bild sehr groß ist. InDesign platziert dieses Bild in der Originalgröße. Was ist die Originalgröße? Die Originalgröße ist die Größe, die das Bild hat, wenn ich es mir in Photoshop anschaue. Es gibt also eine Auflösung und es gibt eine Pixelzahl und dazu gehöre ich eben auch eine resultierende Abmessung in Zentimetern. Das ist das, was InDesign als erstes tut. Es platziert das Bild in der Originalgröße. Jetzt habe ich natürlich Schwierigkeiten, dieses Bild zu handeln. Ich müsste jetzt den Rahmen kleiner machen, damit es auf diese Folie passt. Und das machen wir anders. Das heißt, wir werden das jetzt korrigieren und eine andere Methode wählen. Aber vorab noch eine andere Sache. Was macht InDesign, wenn es ein Bild platziert? Es platziert ein Vorschaubild oder es erzeugt ein Vorschaubild. Das ist nicht das Originalbild. Das Originalbild liegt weiterhin auf eurer Festplatte irgendwo. Und diese referenzierte Vorschaudarstellung kann in verschiedenen Qualitätsstufen erfolgen. Die kann man einstellen und zwar im Menü View. Also Ansicht heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Display Performance. Und da gibt es voreingestellt von diesen dreien, die es hier oben gibt, immer die mittlere. Wenn ihr InDesign noch nie geändert habt, dann ist das die voreingestellte Variante. Ich habe immer High-Quality-Display da stehen, deswegen öffnet InDesign das immer gleich mit der richtigen Einstellung. Wenn ihr das ändert, sieht alles gut aus. Das wäre also der erste Aufreger, den man auf diese Weise beheben kann. Es gibt eine zweite Variante, die das ein bisschen kontrollierter ablaufen lässt. Ich lösche mal diesen Rahmen. Was man nämlich normalerweise macht, ist, dass man einen Rahmen aufzieht vorher. Einen von diesen beiden hier. Ich kann beide nehmen. Zum Beispiel auch einen, der eben von der Ecke ausgeht und dann meinetwegen bis zur Mitte geht. Jetzt habe ich hier so einen Rahmen. In InDesign muss man die Maustaste gedrückt halten beim Ziehen. Das ist kein CAD-Programm. Wenn ich jetzt den gleichen Befehl nochmal wähle, bei ausgewähltem Rechteck, dann gehe ich wieder auf Platzieren, mache das gleiche wieder und InDesign platziert mir jetzt das Bild in diesem Rahmen. Was auffällt, das Bild scheint nach wie vor seine Originalgröße zu haben. InDesign zwängt das also nicht irgendwie auf irgendeine Weise in meinen Layout-Rahmen rein, sondern InDesign geht davon aus, dass dieses Bild eine Originalqualität hat. Jetzt ist das Bild quasi immer noch in der Größe in meinem Layout, nur von dem Rahmen, den ich vorher gezeichnet habe, beschnitten oder auch maskiert. Das ist natürlich prima, denn erstens respektiert InDesign die Originalqualität des Bildes und zwängt es nicht in irgendeine Größe, wie zum Beispiel PowerPoint oder Google Slides. Zweitens dient dieser Rahmen als Maske. Das ist sehr gut, weil wir werden sehr oft in einem Layout-Prozess erleben, dass es gut ist, eine Zeichnung oder ein Bild auf diese Weise zu beschneiden. Der Rahmen ist immer noch aktiv. Jetzt nehmen wir mal an, ich möchte gerne, dass das Bild da jetzt reinpasst. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Am allereinfachsten klickt ihr mit der rechten Maustaste da rein und da gibt es einen Befehl, der heißt Anpassen, Fitting, und der enthält also alle möglichen Varianten, die man sich vorstellen kann. Fill Frame Proportionally, das machen wir mal gleich als erstes. Jetzt füllt InDesign ganz offensichtlich dieses Bild da rein. Es scheint in einer Dimension zu passen, nämlich in der Höhe, in der Breite passt es nicht. Proportionally heißt, es hat immer noch seine Originalproportion, das kann man hier an der Bemaßung ganz gut sehen. Das wäre also eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, ich gehe wieder drauf, Fitting, Fit Content Proportionally. Das ist quasi die andere Art, wie InDesign das da proportional einpasst, nämlich komplett. Dadurch wird allerdings Platz frei, nämlich oben und unten, weil es ja ein Querformat ist. Es geht dann so weiter. Fit Frame to Content. Das heißt, der Rahmen wird an den Inhalt angepasst. Jetzt seht ihr, dass der Rahmen kleiner geworden ist, weil das Bild natürlich eine andere Proportion hatte. Ich mache das mal wieder rückgängig. Jetzt könnt ihr das auch selber ausprobieren. Fit Content to Frame. Jetzt wird es ganz brutal. InDesign passt das Bild da ein. Diese Option klappt nie oder hat nie Sinn, ist ja logisch, denn welches Bild sollte schon so verformt werden dürfen, dass es da so reinpasst. Ich mache das mal alles wieder rückgängig, so war es am Anfang. Ich zoome mal kurz daraus, möchte euch jetzt was anderes zeigen. Ich habe jetzt also eine relativ starke Entfernung zu diesem Layout und jetzt zeige ich euch, wie groß das Bild eigentlich ist. Wie kann man das jetzt sehen? Dazu nochmal ein Hinweis auf dieses Pfeilwerkzeug. Ich habe gerade das schwarze Pfeilwerkzeug im Einsatz. Das ist das Selection Tool, also der Auswahlpfeil. Und dann gibt es noch das direkte Auswahlwerkzeug. Das gibt es in anderen Adobe-Programmen auch, zum Beispiel bei Illustrator, dass man einen Pfeil hat, mit dem man sozusagen ganze Einheiten auswählen kann, wie zum Beispiel diesen Rahmen. Und dass man mit einem weißen Pfeil irgendwas Untergeordnetes auswählen kann von diesem Rahmen. Ich klicke den mal an. Man kann jetzt auf einen Eckpunkt gehen und kann dann diesen Rahmen verziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen polygonalen Rahmen haben wollte, dann könnte man da jetzt quasi das auf diese Weise machen. Das nur mal gleich vorweg. Das ist aber jetzt nicht das, was ich euch zeigen wollte. Wichtiger ist, ihr könnt in das Bild reinklicken mit diesem weißen Pfeil. Jetzt seht ihr da so ein Händchen. Ich gehe mal wieder raus. Und jetzt seht ihr auch, dass das Bild da außen sitzt. Das heißt, das ist der Außenrand des Bildes, was in diesem Rahmen
angezeigt wird. Ich kann jetzt da drauf gehen und kann es länger gedrückt halten. Und dann seht ihr so eine Geistervorschau von diesem Bild. Der Teil, der im Rahmen ist, wird so ein bisschen deutlicher dargestellt. Und der Teil, der eben außerhalb des Rahmens liegt, so ein bisschen abgedimmt. Und da kann man schon mal sehen, wie groß das Bild ist. Mit diesem weißen Pfeil kann ich jetzt noch mehr machen. Ich kann zum Beispiel das Bild skalieren. Wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, dann geschieht es auch proportional. Ich kann also auf diese Weise das Bild manuell kleiner und größer machen. Es ist jetzt insbesondere bei Fotos zum Beispiel gut. Wenn ich die Shift-Taste drücke und das proportional mache, dann kann ich auch noch gleichzeitig die Alt-Taste drücken, dann macht er das von der Mitte aus. Die Alt-Taste zusätzlich gedrückt bedeutet immer bei solchen Prozessen, dass von der Mitte aus skaliert wird. Ich kann es also jetzt relativ stark skalieren, bis es also mehr oder weniger in der Höhe passt. Und jetzt könnte ich mir halt überlegen, wie ich weiter vorgehe. Das heißt also, mit dem weißen Pfeil könnt ihr das Bild verschieben. Mit dem schwarzen Pfeil könnt ihr wiederum den Rahmen anpassen. Allerdings müsst ihr da zuerst einmal außerhalb klicken, damit euer Bild wieder abgewählt ist. Und wenn ihr jetzt auf diesen Rahmen klickt, dann ist der Rahmen wieder ausgewählt, weil ich das schwarze Pfeilwerkzeug benutzt habe. Nochmal, ich muss immer erst alles deselektieren, dann kann ich den anderen Pfeil nehmen, jetzt wieder den weißen, dann habe ich wieder mein Bild und wenn ich das wieder deselektiere und den schwarzen Pfeil nehme, wieder den Rahmenauswahlpfeil. So, jetzt möchte ich mal gerne, dass dieser Rahmen von Ecke zu Ecke geht und möchte jetzt das Bild anpassen. Dazu klicke ich nochmal rein, Fitting anpassen, Fill Content Proportionally. Das war ja eigentlich ganz gut, das heißt, er hat sozusagen, oder InDesign hat auf diese Weise das Bild mehr oder weniger passend da reingesetzt. Und jetzt kann ich mir natürlich überlegen, was ich jetzt machen möchte. Wenn ich das mal abklicke und die Taste W drücke, dann sehe ich, wie das Ganze ohne meine Hilfslinien aussieht. Das sind ja nur Hilfslinien, harmlose Hilfslinien, die nur zur Orientierung dienen. Ohne Hilfslinien sähe das Ganze jetzt so aus. Ich habe die Taste W gedrückt. Wenn ich die Taste W wieder drücke, sehe ich meine Hilfslinien wieder. Und so wäre jetzt das Bild auf dieser Seite eingefügt. Ich habe eine Zeichnung, ein Bild. Es handelt sich hier eigentlich immer um den gleichen Prozess. Durch Platzieren wird ein Bild oder eine Zeichnung eingefügt, wie wir das jetzt nennen, ist eigentlich egal. Was ihr seht, ist, dass es eine CAD-Zeichnung sein kann im PDF-Format, die dann auch sehr präzise rüberkommt. Was man auch sieht, dass wenn das jetzt eine Screen-Präsentation wäre, dass es dann vielleicht ein bisschen viel Information wäre und dass man dann vielleicht diesen Plan skalieren müsste, also größer ziehen, das Bild, was dahinter steckt, damit man es auf dem Monitor besser erkennen kann. Das wäre also hier zum Beispiel auf jeden Fall zu kleinteilig. Aber lassen wir mal diese Frage jetzt außer Acht und gucken uns mal ein paar Dinge an, die jetzt auch noch wichtig sind. In einem anderen Video, wo es um das Einrichten von Layout in InDesign ging, habe ich gesagt, es gibt wichtige Paletten, es gibt einige wenige wichtige Dinge und es gibt Dinge, die ihr nicht unbedingt wissen müsst. Und die wichtigste Palette, hatte ich gesagt, sei die Seitenpalette. Das stimmt auch. Die Seitenpalette ist natürlich wichtig. Man kann die Seitenpalette zur Navigation benutzen und dort weitere Seiten einrichten, also zum Beispiel eine weitere Masterseite und auf diese Weise eben sozusagen auch navigieren im Dokument. Und was ihr auch seht, anders als in dem Video, wo ich das zum ersten Mal gezeigt habe, ist, dass ihr tatsächlich eine Miniaturvorschau seht auf der Seitenpalette. Aber was ich eigentlich jetzt zeigen möchte, ist die andere wichtige Palette. Und das ist die sogenannte Verknüpfungenpalette oder englisch Links genannt. Und diese Linkspalette oder Verknüpfungenpalette listet euch jetzt alle Bilder auf, die ihr in eurer InDesign-Datei platziert habt. In diesem Fall seht ihr, es ist ein Eintrag, weil wir nur ein Bild haben. Man sieht genau den Dateinamen. Man sieht auch, wenn man länger drauf geht, wo diese Datei eigentlich liegt. Denn, wie gesagt, diese Datei ist nicht jetzt integriert und migriert in dieses Layout, sondern sie ist nach wie vor an ihrer alten Adresse zu finden, die dann da unten steht. Das ist quasi der Dateipfad. Und was ihr auch seht, es gibt da unten so ein paar Befehle. Was kann man jetzt mit diesem Bild machen? Also zunächst mal müsst ihr euch vorstellen, dass hier nicht eine Datei steht, sondern eben sehr viele, weil ihr natürlich ein Layout habt mit sehr vielen Bildern. Und wenn ich jetzt auf so ein Bild, auf so einen Eintrag draufklicke, dann habe ich jetzt hier unten mehrere Optionen. Den ersten lasse ich mal außer Acht. Dieser hier, dieser Befehl heißt Relink, erneut verknüpfen auf Deutsch. Und das bedeutet, wenn ich ein Bild in einem Layout platziert habe und ich möchte gerne ein anderes Bild an der gleichen Stelle haben, dann wäre das jetzt die Option, mit der ich dieses Bild ersetzen kann. Ja, ich bekomme jetzt wieder meinen Dateiauswahldialog. Und jetzt kann ich an der Stelle eine andere Datei auswählen und dann wird die an der Stelle der alten Datei eingesetzt. Wenn das jetzt zum Beispiel wie in diesem Fall zwei gleich große Bilder sind, dann wird es auch auf die gleiche Weise dort skaliert sein. Das hängt wiederum damit zusammen, ich klicke mal mit dem weißen Pfeilwerkzeug auf mein Bild drauf und da seht ihr jetzt hier oben eine Prozentangabe und die Prozentangabe gibt an, um wie viel dieses Bild gegenüber seiner Originalgröße verkleinert ist. Und da sieht man, das sind 45%, etwas weniger als die Hälfte also. Das heißt, dieses Bild hat einen konkreten Skalierungsgrad und wenn ich jetzt diese Datei ersetze durch eine andere mit diesem Befehl hier, Relink, dann wird der gleiche Skalierungsgrad auf das neue Bild angewandt. Wenn die Bilder also vorher gleich groß waren, sieht das neue Bild, was das alte ersetzt, genauso groß aus wie das alte. So, was ich auch machen kann, wenn ich ein Bild aktiviert habe, ich kann da hingehen, also ich gehe mal hier mit der Lupe drauf, go to Link,
Das heißt, wenn ich jetzt ein mehrseitiges Dokument hätte und mir InDesign hier oben ein Problem anzeigt, das kann nämlich sein, im Moment sehen wir kein Problem, dann könnte ich gucken, wo dieses Bild eigentlich in meinem Layout ist. Es kann ja ein mehrseitiges Layout sein und ich sehe das jetzt gerade nicht. Das heißt, InDesign würde an die Stelle springen, wo dieses Bild ist. Wenn ich jetzt da drauf klicke und da drauf klicke, dann passiert nichts Besonderes, weil ich bin ja schon auf der Seite. Deswegen ist dieser Befehl an der Stelle nicht von Bedeutung. Es gibt noch einen dritten wichtigen Befehl oder einen vierten, der bedeutet Edit Original. Und da kommen wir jetzt zu einem anderen Punkt, nämlich, dass wir alle diese Bilder, die ja, wie ich schon sagte, an einer anderen Originalstelle noch liegen, auch an einer anderen Originalstelle bearbeiten können. Und die Frage ist natürlich, welches Programm jetzt angeht, wenn ich da drauf klicke. Wahrscheinlich geht Adobe Acrobat an. Und wenn Adobe Acrobat angeht, wie in diesem Fall, dann könntet ihr Acrobat-Tools benutzen, um dieses PDF zu bearbeiten. Zum Beispiel könnte man bei einer platzierten Archicad-Zeichnung den Hinweis auf die Studentenversion in Acrobat rauslöschen. Nur so als Hinweis. Das läuft immer so, wenn ich also etwas auf diese Weise in einem anderen Programm anpasse oder ändere und dann sichere, dann würde das in InDesign abgedatet. Und zwar, wenn ich beide Programme offen habe, auch live, das heißt, ich muss überhaupt nichts machen. Wenn InDesign aus irgendeinem Grunde geschlossen sein sollte, beendet worden sein sollte und ich es wieder öffnen würde, dann würde InDesign erkennen, dass diese Datei aktualisiert wurde und würde mir hier einen kleinen Hinweis geben. Dann käme der vierte Befehl, den ich jetzt gar nicht benutzen kann, weil es keinen Anlass dafür gibt, zum Einsatz, nämlich bitte aktualisiere diese Verlinkung. Nächstes Thema, was kann ich noch mit platzierten Bildern in InDesign machen? Ich habe jetzt hier auf einer zweiten Seite ein zweites Bild. Ja, das wäre erste Seite, die hatte ich eben. Dann zweite Seite, da habe ich eine andere Datei eingefügt, ein Photoshop-Bild. Und was kann ich jetzt damit machen? Ich gehe auf meine Linkspalette und da sehe ich jetzt das auch aufgelistet. Das ist also einfach ein zweites Bild und zwar diesmal eine PSD-Datei, also eine Photoshop-Datei. Ein Beispiel dafür, wie gut Photoshop und InDesign zusammenarbeiten. Wenn ich jetzt hier auf den Button gehe, Original bearbeiten, dann öffnet sich bei mir Photoshop. Welches Programm sich genau öffnet bei diesen Dingen, hängt davon ab, was in eurem Betriebssystem eingestellt ist. Das muss nicht unbedingt Photoshop sein. Wenn ihr zum Beispiel Photoshop gar nicht hättet, dann würde jetzt vielleicht ein anderes Programm angehen. Man kann das auf Betriebssystemebene einstellen, welches Programm bei welcher Dateiart aufgeht. Ich habe jetzt hier ein Bild, was in meinem InDesign-Layout drin ist. Und im InDesign-Layout habe ich mir jetzt überlegt, das ist mir irgendwie zu gelbstichig. Überhaupt hätte ich es gerne weniger farbig oder gar nicht mehr farbig. Und ich kann das jetzt in Photoshop korrigieren. Deswegen habe ich es aus InDesign heraus in Photoshop mit diesem Befehl hier geöffnet. Und jetzt bin ich in Photoshop und vorausgesetzt, ihr wisst jetzt, wie Photoshop funktioniert, das kann ich jetzt nicht alles erklären, wähle ich jetzt hier mal eine Einstellungsebene und da wähle ich Black and White. Das ist eine Möglichkeit, ein Bild oder das ist die Möglichkeit überhaupt, ein Bild in Photoshop schwarz-weiß zu bekommen. Man kann hier verschiedene Filter ausprobieren, um zu sehen, was am besten funktioniert. Ich nehme einen hochkontrastigen Rotfilter, der schmeißt mir am meisten von meinem Grauschleier raus. Und jetzt sichere ich das Bild. Das war eine Photoshop-Datei. Durch die Bearbeitung mit Ebenen passiert jetzt nichts Besonderes, denn eine Photoshop-Datei kann Ebenen enthalten. Wenn ich jetzt auf STRG S drücke, also sichern, dann sichert mir Photoshop diese Datei. Wenn ich zu InDesign zurückgehe, dann sehe ich, dass mein Bild schon abgedatet ist. Das ist natürlich super. Ich kann sozusagen live zwischen InDesign und Photoshop hin und her schalten. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grunde wollte, dass diese Änderung rückgängig gemacht wird, geht es noch einen Schritt weiter. Ich kann rechts auf mein Bild draufklicken und dann gibt es eine Möglichkeit, die Photoshop-Ebenen zu erreichen. Ich habe ja gerade eine Schwarz-Weiß-Änderung meines Bildes in Form einer Einstellungsebene vollzogen. Das heißt, ich habe sozusagen eine weitere Ebene eingefügt in meiner Photoshop-Datei. Wenn ich jetzt da draufklicke, dann sehe ich diese Ebenen hier angezeigt und da sehe ich auch die Namen, wie sie im Photoshop zu sehen sind. Ich sehe auch die Augen und ich kann nicht zum Beispiel da wieder draufklicken auf dieses Auge. Wenn ich jetzt auf OK klicke, dann ist es wieder so wie vorher. Das ist sozusagen die Variante, wenn ich Bildmaterial habe, was jetzt keine CAD-Zeichnung ist, sondern zum Beispiel eben eine Skizze, die ich eingescannt habe und die ich dann auf diese Weise in Photoshop öffnen kann, bearbeiten kann, sichern kann und dann in InDesign die Aktualisierung bekomme. So, es geht weiter. Eine Variante, die ich auch noch zeigen muss. Es gibt auch ein Bild auf einer dritten Seite. Ich habe eine dritte Seite eingefügt und da gibt es jetzt wieder ein Bild, also ähnlich wie auf der Seite 2. Äußerlich gar kein Unterschied zu erkennen, aber wenn ich auf meine Verknüpfungen-Palette gehe, links, dann sehe ich, das eine ist, war ein PSD, also eine Photoshop-Datei und dieses Bild ist ein JPEG. Wenn ich jetzt darauf gehe und sage, ich möchte jetzt da auch eine Schwarz-Weiß-Darstellung machen, das heißt, ich möchte auch das mit Photoshop zu einem Schwarz-Weiß-Bild umbauen,
Dann passiert Folgendes. Ich klicke also zunächst mal wieder auf diesen Stift Original bearbeiten. Auch dann geht Photoshop an. Das liegt bei mir auch wieder daran, dass in meinem Betriebssystem eingestellt ist, dass JPEGs mit Photoshop angehen. Darauf müsst ihr achten. Muss ich hier erstmal durch diesen Kamera RAW Befehl durch. Und jetzt kann ich hier auch sagen, ich hätte gerne eine Einstellungsebene schwarz-weiß. Und dann wird es auch schwarz-weiß gemacht. Auch da wähle ich mal einen Rotfilter aus. Mal schauen, ob das dann besser wird. Ja, es wird ein bisschen heller. Um die Ecken kümmere ich mich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht das Thema. Jetzt speichere ich das Bild. Und wenn ich das mache, dann habe ich jetzt natürlich das Problem, dass ich eben noch ein JPEG hatte, jetzt eine Ebene eingefügt habe und dann kann es kein JPEG mehr sein. Das heißt, ich muss jetzt ein Photoshop-Format wählen oder das ist zumindest sehr schlau. Damit bekomme ich quasi eine neue Datei. Ich habe jetzt sozusagen eine zweite Datei erzeugt. Ich habe jetzt gar nicht mehr das Bild, was ich vorher hatte, in InDesign. Deswegen kann hier auch nichts aktualisiert werden, weil es sich einfach nicht um die gleiche Datei handelt. Wenn ich jetzt auf Ahrens Berlin Altes Museum JPEG gehe und auf Relink, das muss ich in diesem Fall machen, also neu verknüpfen, dann kann ich mir dieses Bild aussuchen. Da oben ist es und auf Öffnen klicken und dann wird es ersetzt. Es hat die gleiche Größe, also Pixel, Auflösung, Zentimeter. Deswegen sieht es auch genauso groß aus. Es ist jetzt aber die Photoshop-Datei. Man kann das hier sehen. Also ganz wichtig, wenn ihr JPEGs erst einmal platziert und sie auf diese Weise dann in Photoshop irgendwie verbessern wollt, dann muss euch klar sein, dass ihr eine neue Datei erzeugt und dann müsst ihr die auch entsprechend neu zuordnen, weil InDesign merkt sich den Pfad zu der alten Datei, zu dem JPEG. Noch etwas sehr Wichtiges in InDesign, wenn ihr mit Bildern arbeitet. Wir sehen hier die Linkspalette, also die Palette mit den angezeigten Verknüpfungen. Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ich habe die InDesign-Datei gesichert und geschlossen und in der Zwischenzeit einmal das Bild mit den Skizzen in Photoshop geändert und gespeichert und das andere Bild mit diesem roten Fragezeichen, das habe ich in einen anderen Ordner gelegt in der Zwischenzeit. InDesign hat jetzt sozusagen zwei Probleme festgestellt. Eins davon lässt sich schneller beheben, das andere dauert ein bisschen länger. Wenn ich eine Datei nur geändert habe, sie liegt aber noch am gleichen Ort, dann reicht es, wenn ich darauf klicke und sie update. Das heißt, ich aktualisiere diese Datei. Ich lasse mal die Lupe hier an. Ich mache es mal ein bisschen größer. Ihr seht jetzt, dass in Photoshop irgendwas passiert ist, was ich da gemacht habe. Das wird jetzt hier also auch noch geschrieben. Das ist alles in Ordnung. Und jetzt kann man sich das anschauen. Ja, ich habe also in der Zwischenzeit sowas Hübsches hier mit Farben gemacht und das wird mir jetzt hier angezeigt. Das ist also einfach. Das gelbe Warndreieck ist eine einfachere Problematik. Da geht es einfach nur um eine Aktualisierung der Datei. Das andere ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber typisch. Nochmal zur Verdeutlichung. InDesign platziert die Grafiken oder Bilder nicht physikalisch im Layout, sondern als Referenz. Das heißt, die Dateien liegen irgendwo in einem Netzwerk, in irgendwelchen Ordnern, meistens in eurem Dateisystem, aber es kann sehr wohl auch ein Netzwerkordner sein, der vielleicht gar nicht immer erreichbar ist. Das können also bei 10 Bildern 10 verschiedene Speicherorte sein. Das ist alles gar kein Problem, solange ihr an einem Computer sitzt und sich an dem Speicherort dieser Dateien nichts ändert. InDesign merkt sich den Pfad und gut ist, man sieht ihn ja auch hier angezeigt. Wenn ihr nichts ändert, ist es kein Problem. Natürlich passiert es dann doch, dass man was ändert. Man kann zum Beispiel bei geschlossenem InDesign seine Ordner aufräumen oder seine Dateien oder man ist nicht mehr im Netz oder man ist an einem anderen Rechner. Was man jetzt machen muss, ist natürlich klar, ich muss es relinken, also die Verknüpfung wiederherstellen. Auch da hilft ein rechter Mausklick, Relink. Und was ich dann eigentlich machen muss, logischerweise, ich muss die Datei in meinem Dateisystem suchen. Jetzt ist natürlich am besten, ich weiß, wo ich sie finde. Das ist natürlich auch die Bedingung. Ich muss sie also wiederfinden. Jetzt habe ich sie auch wieder gefunden. Ich gehe jetzt auf Open. Alles ist wieder gut. Ja, man sieht, das ist verschwunden, dieses Achteck, das rote mit dem Fragezeichen. Wenn ihr mehrere Dateien in einen anderen Ordner gelegt habt und mehrere Dateien deswegen nicht mehr gefunden werden und sie alle an einem neuen Ort liegen und ihr das bei einer Datei so macht, wie ich gerade gezeigt habe, dann findet InDesign automatisch die anderen auch und aktualisiert diese auch automatisch. Das ist also wirklich sehr angenehm bei InDesign. Aber das sind sozusagen die zwei Problemfälle, die es da geben kann. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Sachen zeigen, wie ihr mit Rahmen umgehen könnt von Bildern. Das gilt dann auch für Textrahmen. Das ist sozusagen davon unabhängig, dass wir jetzt hier in den Rahmen Bilder sehen. Nehmen wir mal die Seite mit der CAD-Zeichnung. Ich klappe mal meine Seitenpalette ein, damit ich ein bisschen mehr Platz habe und zoome ein bisschen raus. Der Rahmen für mein Bild ist ja mit dem schwarzen Pfeil zu erreichen. Ich kann jetzt diesem Rahmen einen Rand geben. Ganz grundsätzlich, wir haben hier oben eine Palette, die wie bei Archicad die Infopalette oder wie in anderen Programmen auch sozusagen Optionen zeigt für das aktuelle Werkzeug, was ich gerade im Einsatz habe. Und das aktuelle Werkzeug, was ich gerade im Einsatz habe, ist ja mein Auswahlwerkzeug. Und insofern ist jetzt da oben zu sehen, wie ich zum Beispiel exakt positionieren kann, was ich da ausgewählt habe. Ich sehe zum Beispiel hier so ein kleines Rechteck mit 9 Punkten und da kann man Referenzpunkte anklicken. Der Rahmen hätte also jetzt zum Beispiel einen Referenzpunkt oben links. Der würde jetzt auf der Seite in der Position 0
Pixel in X und 0 Pixel in Y-Richtung liegen. Ich sehe in meinem Lineal auch, dass da die Nullstelle ist. Das heißt, der Nullpunkt meines Koordinatensystems liegt auch in der linken oberen Ecke. Das ist natürlich jetzt quasi die Bedingung. Und deswegen ist es jetzt richtig, der linke obere Punkt meines Rahmens liegt auf den Koordinaten 0, 0. Daneben sehe ich Breite und Höhe meines Rahmens. Breite und Höhe meines Rahmens entsprechen exakt Breite und Höhe meines Layouts. Und ich sehe auch die Skalierung dieses Rahmens, die jetzt auf 100% steht. Hier würde man eine Drehung sehen und eine Schränkung, also wenn das Ganze geschert wäre. Ich kann den Rahmen auch spiegeln. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich bleibe mal in der Lupe die ganze Zeit, ich hoffe, das irritiert euch nicht. Wenn ich jetzt einen mittleren Punkt als Referenzpunkt nehme und jetzt hier rechts auf Spiegeln gehe, dann schaut mal, was im Dokument passiert. Der Rahmen wird gespiegelt. Jetzt ist alles spiegelverkehrt, auch die Schrift. Das heißt, ihr könnt also sehr wohl auf diese Weise auch spiegeln. Ich mache das mal wieder rückgängig. Jetzt ist alles wieder gut. Das Ganze geht auch natürlich horizontal. Das ist alles möglich mit Rahmen. Und was jetzt auch noch dazu kommt, ist, ich kann sozusagen den Rahmen selber und die Kontur dieses Rahmens einfärben. Beides ist im Moment transparent. Ich kann zum Beispiel den Rahmen selber einfärben. Nehmen wir mal so ein frisches Gelb. Jetzt sieht man, dass der Rahmen gelb eingefärbt ist. Ich gehe mal wieder auf transparent. Und jetzt gehe ich auf die Kontur. Die kann man jetzt auch einfärben, zum Beispiel auf schwarz. Und dann hat die Kontur sozusagen eine schwarze Farbe. Kann man jetzt hier sehen. Dort seht ihr dann eine begrenzte Auswahl von Farben, die ihr da benutzen könnt. Nehmen wir mal an, ihr wollt schwarz haben. Daneben seht ihr, welche Art von Linie ihr da haben würdet. Und man sieht auch, wie dick diese Linie wäre. Ich gehe mal hier drauf und wähle mal was ganz Dickes aus. Nehmen wir mal 10 Punkte. Dann sieht man auch, wie das dann da aussieht. Und diese Linie kann dann auch anders aussehen. Die kann zum Beispiel dashed sein. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich mache das Ganze mal noch dicker. 60 Punkte, also was richtig Fettes. Ich mache das wieder rückgängig, denn das möchte ich jetzt nicht haben. Jetzt ist Rahmen und Füllung wieder transparent. Wenn ich jetzt diesen Rahmen kleiner mache, dann seht ihr, dass es das ist, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, dass es eine Maske ist. Das heißt, der Rahmen wird jetzt unabhängig von der Zeichnung skaliert. Die Zeichnung bleibt einfach ganz penetrant da liegen, wo sie ist. Und das ist ja auch erstmal gut so. Ich kann also jetzt hier sozusagen mein Layout ändern. Und man sieht dann auch, dass da oben die Zahlen sich ändern. Da stand eben noch 1920, jetzt steht er 960. Ich kann diesen Rahmen auch verschieben natürlich. Ich kann ihn vor allen Dingen auch exakt verschieben. Ich kann jetzt da oben zum Beispiel reinschreiben. Ich habe jetzt den linken Referenzpunkt, dann sind meine Eckkoordinaten wieder 0 Pixel von links und von oben. Wenn ich jetzt diesen Rahmen um 50 Pixel nach rechts verschieben wollte, könnte ich jetzt hier reinschreiben plus 50 und dann würde dieser Rahmen 50 Pixel nach rechts gehen. Wenn ihr aus irgendeinem Grunde es schneller haben wollt und zum Beispiel Rahmen und Bild gleichzeitig skalieren wollt, denn das Bild, nochmal zur Erinnerung, skaliert man ja mit dem weißen Pfeil. Wenn ihr das zusammen machen wollt, drückt ihr die Steuerung oder Command-Taste, bevor ihr irgendwas macht. Dann könnt ihr auf den Eckpunkt gehen und dann könnt ihr das skalieren mit dem Bild, Rahmen und Bild gemeinsam. Wenn ich dabei erst die Command-Taste drücken, dann die Ecke packen, dann die Shift-Taste noch parallel auch drücke, dann wird das auch schön proportional gemacht. Zusätzlich die Alt-Taste gedrückt bedeutet, dass es von der Mitte aus gemacht wird. Wenn ich jetzt möchte, dass das Bild zentriert kleiner wird, dann drücke ich erst wieder die Steuerungstaste, damit das überhaupt zusammen passiert, dann drücke ich die Shift-Taste und auch die Alt-Taste. Und jetzt seht ihr, dass das sozusagen zentriert passiert. Denkt dran, das andere Video, wo ich zeige, wie man das Layout einrichtet, mit den ganzen Hilfslinien und Spalten und Rändern und so weiter. Das ist natürlich jetzt wichtig, weil das braucht ihr dann, um diese Textrahmen in einem Layout sinnvoll anzuordnen. Vergesst auch nicht, meinen Blog anzugucken, horstdonnermann.com. Da schreibe ich über diese Sachen noch ausführlicher. Jedenfalls sind das die wesentlichen Tricks, wie man in InDesign Grafiken und Bilder handelt. Und weil das Ganze so kritisch ist mit den Verknüpfungen, die ja von überall her kommen können, und weil es auch sein kann natürlich, dass ihr den Computer wechselt, irgendwann mal kommt der Punkt, da wollt ihr auf Nummer sicher gehen und alle Daten sammeln und zusammen in einem Ordner speichern. Und dazu gibt es einen Befehl, der sozusagen dieses ganze Referenzierungsthema ein für alle Mal löst. Das geht jetzt so, das zeige ich noch. Ihr geht auf Ablage, Speichern, aber dann eben nicht Speichern, sondern da gibt es einen Befehl, der heißt Verpacken auf Deutsch, Package auf Englisch. Dieser Befehl sorgt jetzt dafür, dass alle Bilder, alle benutzten Fonts, also Schriften, zusammengefasst werden mit dieser Layout-Datei und in einen Ordner gelegt werden. Das heißt, InDesign sammelt alle Bilder von überall her, kopiert sie in einen neuen Ordner und stellt auch neue Links zu diesen Dateien in diesem neuen Ordner her. Und dann klickt ihr halt auf Verpacken. Muss ihr auch nochmal sichern. Save. Jetzt gibt es hier etwas, das kann man ausfüllen. Das müsst ihr jetzt nicht machen. Das betrifft einen Druckdienstleister. Und jetzt geht es weiter. Continue. Jetzt seht ihr schon, ihr dürft also einen Speicherort auswählen. Ganz wichtig ist jetzt hier Copy Fonts. Das heißt also, die Schriften werden kopiert. Copy Link Graphics. Das sind die verknüpften
Bilder und Grafiken und Update Graphic Length in Package. Das heißt eben, dass die Pfade aktualisiert werden. Die gehen dann nicht mehr in diese Dateien in diesen verschiedenen Ordnern, sondern eben in diese Dateien in dem neuen einen Ordner, der jetzt erzeugt wird. Ich schaue mir das kurz an. Wenn ich diesen Ordner anklicke, seht ihr, dass da mehrere Dinge drin liegen. Erstens die eigentliche Layout-Datei, dann diese Anweisung für die Druckerei, die jetzt vergleichsweise leer sind, und der Ordner mit den Bildern, der heißt Links. Der heißt übrigens auch in der deutschen Version dann Links. Und da könnt ihr reingucken und dann seht ihr diese Bilder, die ihr da in diesem Layout benutzt habt, neu vereint in diesem einen Ordner. Das war's. Bilder im Layout in InDesign.